Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bedeutung des jüdischen Lebens für unser Land haben wir sehr intensiv und fraktionsübergreifend im letzten Plenum im Februar gewürdigt. 1700 Jahre jüdisches Leben sind 1700 Jahre jüdische Kultur, jüdische Wissenschaft, jüdischer Glaube und vieles mehr. Das Judentum hat unsere Gesellschaft ganz wesentlich geprägt und viele außerordentliche Errungenschaften in unserem Land sind ohne die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger der vergangenen Jahrhunderte nicht möglich gewesen und denkbar gewesen. Ich will heute nicht meine Rede von vor 4 Wochen wiederholen, die heutige Debatte steht aber in einem unmittelbaren Zusammenhang und setzt diese Debatte aus dem Februar fort. Wegen der herausragenden Bedeutung jüdischen Lebens für Deutschland ist es richtig und wichtig, dass wir dieses jüdische Leben gerade in diesem Jahr besonders sichtbar machen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ist eben auch eine wirklich gute Gelegenheit, das jüdische Leben in die Mitte unserer Gesellschaft zu holen. Und deshalb danke ich der Landesregierung, der Bildungsministerin und ihrem Mitarbeiterstab, dass wir dieses Jahr nutzen, mit einer Vielzahl von Veranstaltungen der breiten Öffentlichkeit einen Zugang zu diesem Thema zu verschaffen. Seien wir ehrlich, obwohl es jüdisches Leben in Deutschland seit 1700 Jahren gibt, ist das Judentum vielen Menschen in diesem Land fremd. Wenn wir Antisemitismus wirksam bekämpfen wollen, dann dürfte die wohl erfolgversprechendste Strategie sein, sich einfach gegenseitig kennenzulernen. Vorurteile werden überwunden, wenn man mit der Wirklichkeit konfrontiert wird, und das passiert eben am besten im direkten Kontakt miteinander. Wenn sich Menschen begegnen und sich kennenlernen, dann kann Respekt, dann kann Verständnis entstehen. Und wo Verständnis und Respekt sich durchgesetzt haben, ist in der Regel eben kein Platz mehr für Intoleranz und noch viel schlimmer für Antisemitismus. Es ist gut, dass nicht nur wir in Schleswig-Holstein dieses Jahr nutzen, jüdisches Leben in Deutschland bekannt zu machen und damit einen wichtigen Beitrag für Respekt, Akzeptanz und auch Anerkennung zu leisten und gleichzeitig dem Antisemitismus die Stirn zu bieten, gemeinsam mit unseren und für unsere jüdischen Mitmenschen. Und wenn ich mir etwas wünschen darf in diesem Jahr, ist es das, dass möglichst viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner das Veranstaltungsangebot annehmen und die Gelegenheit ergreifen, jüdisches Leben in Deutschland, auch das aktuelle, kennenzulernen. Vielen Dank.